Es ist eines der interessantesten Aspekte des menschlichen Lebens überhaupt. Was bedeutet es, ein Ja zum Leben zu haben? Und das Erste, was man sagen kann, ist ja, ein Nein zum Leben zu haben, macht nicht viel Sinn. Denn wir leben ja. Und du merkst auch bei Menschen, die ein Nein zum Leben haben, dass sie dahinter ein Ja schlummert. Selbst wenn Menschen sich aus Verzweiflung umbringen und das Leben nehmen, ist doch diese Verzweiflung aus dem Ja zum Leben gespeist, das dahinter schlummert. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht darum, ein Ja zum Leben zu entwickeln, sondern das zu finden, dass wir das haben und zum Ausdruck zu bringen. Und wenn wir das dann weiterentwickeln, unsere Wahrnehmung sich mit dem intelligenten Denken paart, dann erkennen wir immer mehr, was das Ja zum Leben bedeutet in Bezug auf unsere Meinung, Überzeugung. Denn ganz viele Menschen haben ein Ja zum Leben nur im Bereich ihrem Toleranzbereich. Ja, sie haben ein Ja zu dem, wozu sie ein Ja haben. Und das, wozu sie ein Nein haben, da drehen sie sich weg. Ja, da sagen sie, nein, so solle das Leben nicht sein. Da kontrahiert sich was. Zum Beispiel, wenn Menschen anderen Böses tun, wenn überforderte Erwachsene Kinder schlagen, wenn auf der Welt Krieg herrscht, wenn Tiere umgebracht werden und gequält werden, dann haben ganz viele Menschen ein Nein dazu. Anstatt dazu ein Ja zu haben, weil das Leben gerade ist. Ja, wenn die Finanzindustrie die Volkswirtschaften ausräubert, wenige werden immer reicher, viele werden immer ärmer. Ja, ein Ja dazu, was bedeutet das? Das bedeutet, das anzuerkennen, dass es gerade so ist. Ein Ja zum Leben heißt nichts anderes, als eine Forderung des gesunden Menschenverstandes zu folgen, nämlich die Realität anzuerkennen, als das, was sie gerade ist. Und das ist Teil des Trainings. Ja, auch auf allen Ebenen. Also, ob das jetzt authentische Kommunikation ist, in der Beziehung, im Umgang mit Kindern und so weiter. Ein Ja dazu zu haben, wie das Kind gerade ist, wie sich das gerade verhält, auch wenn es mir gerade nicht passt, ist der erste Schritt dazu, zu erkennen, wie das Leben wirklich gemacht ist. Sonst sehe ich das Leben immer wie so ein Film. Da habe ich ein Ja und dann habe ich ein Nein, ja, und setze immer gleich einen Stempel drauf. Und das Leben zieht so an mir vorbei mit lauter kleinen Stempeln. Und wenn ich das wegnehme, wenn sich dieses Ja ausbreitet zu allen Neins, die ich habe, und alle Widerstände stattfinden können in diesem Ja, weil ich mich ja für dieses Leben hier entschieden habe, oder zumindest, weil es gerade stattfindet, dann kann ich viel, viel tiefer beginnen, in das Leben hineinzuschauen. Dann fange ich an, das Leben zu verstehen und es fängt an, durch mich hindurch zu schwingen. Und dann muss ich auch nicht andere moralisieren und sagen, ihr solltet so oder so oder so leben, sondern ich verstehe sie in ihrem tiefsten Wesen. Das heißt, ich und diese Menschen, die können ganz stattfinden.